nutzen wir diese Runde, um das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Wir sehen uns das Getriebe an, also versuche so oft wie möglich zu schalten. Sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Halte die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Das sehen wir gerne. Guter Start.
sehen geringfügige Schäden am Frontflügel. Schone den Wagen, bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Kehre an deine Position zurück. Es gelten die Safety-Car-Regeln. Wir dürfen nicht überholen. Zurück an deine Position. Fertig. Los jetzt! Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Überhole das Safety Car. Du darfst das Safety Car überholen. Es wartet auf den Führer. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Damit riskieren wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Tempo leicht. Wir müssen uns dem Auto vor uns auf bis zu 10 Wagenlängen nähern.
Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Thank you.
Abstand zum Vordermann beträgt 1,7 Sekunden. Du hast ihn gut im Griff. Thank you.
Station kannst du dir zurückholen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,7 Sekunden. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Bestätige. Fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. So viel Schaden verträgt er auf Dauer nicht.
Taste benutzen und etwas Energie aufbauen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 21,4 Sekunden. Dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Zum Auto vor dir beträgt 5,8 Sekunden. Abstand zum Teamkollegen liegt bei 21,4 Sekunden. In etwa 10 Minuten ist Regen angesagt. Regen in 10 Minuten.
Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 11,4 Sekunden. Wir mit dem Benzin noch aus. Drück die Überholtaste. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 15,3 Sekunden. Noch Benzin für etwa 4 Runden.
vorsichtig. Wir vermuten, dass du bald etwas an Grip verlieren wirst. Als käme der Regen. Wir erwarten ihn in etwa 5 Minuten. 5 Minuten bis zum Regen. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Abstand zum Auto vor dir beträgt 21,5 Sekunden. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens.
Unser Benzin reicht nicht für eine weitere Runde. Der Tank ist leer.